Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. In diesem Video möchte ich mit dir über Dungeons und Dungeons and Dragons sprechen. Ja, also Verliese und Drachen. Ja, Verliese und Drachen, Dungeons und Dragons. Aber man übersetzt das nicht. Ja, Dungeons and Dragons ist ein Markenname. Man kann auch Pen and Paper sagen. Ja, Dungeons and Dragons oder Pen and Paper. Und eventuell weißt du schon, was das ist, aber ich möchte es trotzdem erklären. Und wenn du weißt, was es ist, dann fällt es dir leichter, die deutsche Sprache zu verstehen. Weil du schon den Zusammenhang kennst. Ja? Also Dungeons and Dragons oder Pen and Paper ist ein Brettspiel, sozusagen ein Gesellschaftsspiel, das man mit anderen Leuten zusammen spielt und man denkt sich eine Welt aus. Ja? Es gibt einen Spielleiter, ja? Dungeon Master heißt er auf Englisch. Und dieser Spielleiter denkt sich eine Geschichte aus und erzählt die Geschichte. Und die Spieler sind Teil dieser Geschichte. Ja? Die Spieler sind Teil der Geschichte und können entscheiden, was ihre Figuren machen. Ja? Die Spieler, jeder Spieler hat eine Figur und meistens spielt der Spieler eine Rasse aus Tolkiens Universum, ja, aus Herr der Ringe oder aus ähnlichen Geschichten, ja. Der Spieler spielt entweder einen Zwerg, einen Elfen, einen Halbelfen, einen Menschen, einen Gnomen. Was gibt's noch? Ich habe bestimmt eine Rasse vergessen. Es gibt sehr viele. Jeder Spieler hat eine Figur, die er sich ausgedacht hat. Er hat sich eine Hintergrundgeschichte ausgedacht und gemeinsam spielt man diese Geschichte sozusagen. Ja? Man kann als Spieler entscheiden, in welche Richtung diese Geschichte geht. Ja? Man kann sagen, ich möchte jetzt in die Höhle reingehen, ja? Und dann trifft man auf einen Drachen und dann sagt man, ich möchte den Drachen angreifen. Und dann wird man getötet, weil der Drache zu stark ist oder so, ja? Der Punkt ist, der Spielleiter denkt sich eine Geschichte aus und er bestimmt sozusagen die Rahmenbedingungen, ja? Ein Rahmen ist etwas, was um ein Bild herum ist. Ja? Also der Spielleiter bestimmt sozusagen die Rahmenbedingungen, also er bestimmt, wie sieht die Welt aus, was passiert in der Welt, aber die Spieler entscheiden, was ihre Figuren machen. Ja? Die Spieler bestimmen zum Teil die Handlung. Und dann gibt es noch viele Würfel. Ja, es gibt nicht nur Würfel mit 6 Seiten, sondern es gibt auch Würfel mit 20 Seiten, mit 10 Seiten, mit 12 Seiten und so weiter. Und die Spieler würfeln mit diesen Würfeln, wenn sie bestimmte Aktionen ausführen. Ja, also es ist nicht nur, es passiert nicht nur in den Köpfen, sondern wenn ein Spieler etwas tun will, dann kann es sein, dass der Spielleiter sagt, okay, wenn du das machen möchtest, dann musst du würfeln. Und je nachdem, was der Spieler würfelt, entscheidet dann der Spielleiter, ob der Spieler Erfolg hat oder nicht. Ja? Und deswegen heißt es auch Pen and Paper, weil man nämlich mit Stift und Papier aufschreibt, was die Werte sind und was die Würfelergebnisse sind und so weiter. Ja, also jeder Spieler hat auch einen Charakterbogen. Ja, er hat ein Blatt Papier, wo drauf steht, wie stark, wie intelligent, wie weise und so weiter seine Figur ist. Ja, das ist Dungeons and Dragons und das macht sehr viel Spaß. Ich habe es letztens
wieder gespielt und das hat Spaß gemacht. Und ja, das ist etwas, was ich empfehlen kann, einmal auszuprobieren. Ja. Ich habe auch überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, das mit Deutschlernenden zu machen. Ja, ich habe überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, es mit euch zu machen, aber bis jetzt hatte ich noch keine gute Idee, dies umzusetzen. Aber vielleicht habe ich eine in Zukunft. Ich hoffe, ich habe in Zukunft eine Idee, wie ich mit euch auch Dungeons & Dragons spielen kann und euch somit Deutsch beibringen kann, falls ihr interessiert seid. Ja, aber das ist eine ferne Zukunftsvision, wenn ich eine gute Idee bekomme, wie man das umsetzen könnte. Ja, weil ich möchte auch, dass jeder von euch gut teilnehmen kann. Ja, und oft gibt es natürlich dann eventuell Sprachprobleme. Ja, aber es gibt vielleicht auch einen Weg, das zu vermeiden. Ich weiß es nicht. Ja, sagt mir, was ihr von Dungeons & Dragons haltet. Sagt mir, was ihr von Dungeons & Dragons haltet und ob ihr es schon mal gespielt habt und wenn ja, wie war eure Erfahrung? Ja? In welchen Abenteuern wart ihr schon? Ja? Welche Abenteuer habt ihr bei Dungeons & Dragons erlebt? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Bis dann, wir sehen uns später. Tschüss!